Hier fing alles an. Die Geschichte von Candyman. Ein Mann, der im Viertel bekannt war, lief herum und verteilte Süßigkeiten an die Kinder. Eines Tages fanden ein paar Kinder Rasierklingen in den Süßigkeiten. Die Polizei kam. Da sah ich das wahre Gesicht der Angst. Runter auf die Knie. Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch! Sie schlugen ihn, folterten ihn, töteten ihn, ohne zu zögern. Ein paar Wochen später tauchten noch mehr Rasierklingen-Süßigkeiten auf. Er war unschuldig. Dann gibt's ihn wirklich? Candyman ist kein Er. Candyman ist der ganze verfluchte Bienenstock. Sie suchen nach Candyman? Wenn Sie mich fragen, halten Sie sich fern. Mich fasziniert diese Geschichte. Erzähl. Genau hier, in diesem Viertel, begann die Legende. Aha. Und die Legende lautet, wenn wir seinen Namen fünfmal in einen Spiegel sagen, Spiegel, erwecken wir ihn. Wir erwecken den Candyman. Auf keinen Fall. Candyman. Anthony, nein. Candyman. Hör auf! Ich will in meiner neuen Wohnung kurz vor dem Schlaf nichts Gruseliges hören. Candyman. Schwarze müssen nichts heraufbeschwören. Traurig. Sag es nicht. Sag seinen Namen. Candyman. Sag's auf keinen Fall ein fünftes Mal. Candyman. Candyman. Du willst doch Teil der Geschichte werden, oder? Nein. Candyman. Sag seinen Namen. Candyman. Anthony, alles in Ordnung? Anthony! Was zum Teufel ist los? Anthony! Dieses Viertel ist verflucht. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe ihn zurückgebracht. Candyman ist nicht real! Er hat mir gesagt, er hätte eine Bestimmung für dich. Verbreite meine Geschichte. Willkommen im Viertel. Du solltest es sagen. Candyman! Sag seinen Namen. Candyman!